Ein herzliches Willkommen von mir hier aus unserer alten Wirkungsstätte, aus dem Preußenstadion. Zu Gast heute der Tabellenelfte SV Norden Nordwest, der schon letzte Woche gegen den Tabellenzweiten aus Ransdorf ran musste und heute versuchen wird, uns ein Bein zu stellen und dementsprechend die erste Mannschaft zu sein, die uns zum Patzen bringt. Aber das Selbstbewusstsein ist natürlich hoch genug, um das Spiel hier auch wieder zu dominieren und voranzuschreiten. Mal die erste Aktion. Patrick auf Sydney, der wurschtet sich durch. Und Alexander kommt nicht ganz zum Abschluss. Vielleicht die anschließende Ecke. Auf den kurzen Pfosten. Und im 16er kommt Dada zum Abschluss. Ein guter Volley, der nur leider knapp vorbeigeht. Und dann Sydney. Der nimmt mal über rechts wieder Alexander mit. Der bringt vielleicht mal die Flanke. Und der Keeper hat ihn. Und unsere Gäste mal mit einem langen Ball in Richtung unseres 16ers. Der Ball scheint eigentlich geklärt zu sein. Jonas, unsauberes Passspiel. Unsauber im Zweikampfverhalten. Kommt die Flanke von Furkan. Sie kommt. Und es kommt auch der Pfiff des Schiedsrichters. Es gibt hier Elfmeter. Dada leider mit dem klaren Schubser. Und Yunus. Yunus Kirja. Yunus trifft hier zum 0:1 für den Underdog. So schnell geht es. Wer vorne die Dinger nicht macht, der kassiert sie hinten. Aber jetzt vielleicht mal mit Jeffrey. Der Keeper pariert gut. Ist das vielleicht der Weckruf für unsere Jungs, hier noch einen Gang höher zu fahren? Julius auf Sydney, der lässt klatschen auf Jonas. Jonas, macht er seinen Fehler gut? Leider nicht, verzieht nur knapp. Aber gut herausgespielt. Vielleicht mal mit einem Distanzschuss an den rechten Außenpfosten. Jeffrey mit einem schönen Schuss. Wir spielen weiter. Über rechts, Volley Sydney. Was ist hier los? So schnell kann man gar nicht reden. So schnell die Chancen hier kommen. Und über links, Jeffrey. Es steht weiter 0:1 für die Gäste. Wir springen rein in die zweite Halbzeit. Sydney versucht's mal alleine, kommt zu Fall. Der Schiedsrichter bleibt aber mit der Pfeife stumm. Der Ball ist weiter in der Partie. Luca. NNW schaut nur zu, sehr passiv jetzt. Beckmann mit der Flanke. Patrick, Nachschuss. Flipper, Tor. Wenn es nicht anders geht, dann halt so. Es ist egal, es steht 1:1. Patrick Filipjak. In der 51. Spielminute. Und dann mal der Konter von NNW nochmal. Mustafa. Gegen Dada. Kommt hier zu Fall. Und Dada hatte schon gelb. Und der Schiedsrichter entscheidet hier tatsächlich auf gelb-rot. Wahnsinn. Ein Mann weniger. Ecke NNW. Kommt in den 16er. Reklamation. Und Handelfmeter. Was ist hier los? Ist das die Doppelbestrafung in kürzester Zeit? Pfosten. Nachschuss. Nein, es ist nicht die Doppelbestrafung. Wir bleiben im Spiel. Es steht weiter an 1:1. Und jetzt übernehmen wir wieder das Kommando. Jeffrey im 16er kommt hier zu Fall. Und der Schiedsrichter bleibt auf einmal ganz leise. Aber unsere Jungs lassen sich davon nicht beeinflussen. Sydney auf Patrick. Alleine vom Torwart. Patrick. Mit einem Heber. Wahnsinn. Wie eiskalt er vom Tor bleibt. Und da ist das hochverdiente 2:1. Für unsere Jungs in Weiß. Und es geht weiter. Wir haben trotzdem Bock auf Fußball. Mit einem Mann weniger. Sydney sieht wieder Patrick. So schön kann Fußball sein. 3:1. Patrick Filipjak. 75. Spielminute. Und wir hören nicht auf. Auf einmal sind die Lücken riesig, als wäre NNW ein Mann weniger. Patrick fast zum vierten. Ich glaub's nicht. Und die letzte Aktion der Partie gehört nochmal unserer Nummer 10. Sydney Friede. Sydney gegen 3. Behauptet sich gut. Zieh doch mal ab. Er zieht ab.
und wieder abzieht. 4:1. Ein Mann weniger und trotzdem hochverdient. Das sind die erwarteten 3 Punkte. Maria, für mich, ich darf in deinen Namen Bochum 84.